In der Form von Uddiyana Bandha stehst du breitbeinig, Zehen nach außen, Knie nach außen und bist leicht über die Beine gebeugt. Wir beginnen mit dem leicht gerundeten Rücken. Du stützt dich auf den Oberschenkeln ab, Daumen zeigt nach außen, Mittelfinger nach innen. Du atmest in Ruhe durch, du konzentrierst dich wieder auf deinen Atem. Jetzt in der ersten Runde erkläre ich es, das heißt, du wirst es bei mir nicht richtig sehen. Ja? Probier es einfach für dich aus, einfach mitmachen. Du atmest also in Ruhe durch. Dein Atem sollte wieder ruhig und langsam sein und tief, also vollständiger Kontakt zur Atmung. Und dann atmest du in Ruhe ganz aus und spuckst noch den Rest Luft hinterher. Atmest nicht weiter, du bleibst in der Atemlehre, rollst den Kopf leicht ein bei gestreckten Nacken, setzt Chalandarabandha, spannst den Beckenboden an und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du ziehst die Bauchdecke ein, das heißt, du drückst von unten das Zwerchfell hoch. Und die zweite Möglichkeit, du hast ja die Luft angehalten, du ziehst trotzdem den Brustkorb auf, als würdest du einatmen. Dadurch ziehst du von oben das Zwerchfell hoch, Bauchdecke saugt sich noch weiter ein. Hältst das, so lange wie es für dich möglich ist. Wenn du weiter atmen willst, öffnest du in der Kehle, entspannst am Brustkorb und Bauch und lässt lautlos die Atemluft einfließen. Atmest dann in Ruhe weiter, spürst nach. Dieses Einatmen nach dem Uddiyana Bandha und der Atemlehre soll ganz weich und ohne Druck und Hast geschehen. Sonst warst du zu lange in der Stellung. Ja? Dann mach es beim nächsten Mal kürzer. Jetzt in der nächsten Runde mache ich mal mit, ohne zu reden. Wenn du möchtest, machst du noch eine dritte Runde. Ihr werdet unterschiedlich lange drin sein. Also mach das in deinem eigenen Rhythmus, sodass du es insgesamt dreimal gemacht hast. Jetzt zum Abschluss der Morgenpraxis. Du atmest in Ruhe durch. Ich leite es jetzt nochmal an. Atmest in Ruhe durch. Atmest ganz aus und spuckst den Rest noch hinterher. Atmest nicht weiter. Spannst den Beckenboden an, setzt Chalandarabandha, also bei gestreckten Nacken, Kehle einrollen, also in Richtung Kehle, ziehst die Bauchdecke ein und den Brustkorb auf, sodass das Zwerchfell, das entspannt ist, weiter hochgedrückt wird, hochgesogen wird. Hältst die Position, Brustkorb dehnt sich weit auf, weil du so tust, als würdest du einatmen, aber nicht kannst, weil die Kehle verschlossen ist. Um dann einzuatmen, löst du in der Kehle, ziehst das Kinn wieder hoch, gibst am Brustkorb nach an der Bauchdecke und lässt durch die Nase den Atem weich einfließen. Atmest dann in Ruhe weiter und da wir jetzt abschließen, richtest du dich langsam wieder auf und spürst nach.